das attraktivste Logistiknetzwerk in Europa. Wir haben ja sehr unterschiedliche Spieler, ob auf der Wasserseite, auf der Landseite. Und durch die Logistikinitiative ist es gelungen, die in einer Organisation zu bündeln. Und deshalb ist auch die Logistikinitiative in ihrer Aufstellung, in ihrer Bedeutung für Hamburg so herausragend. Netzwerk, Kontakte, Know-how. Wir sind Moderator. Viele Ideen, die hier geboren werden. Wer das sozusagen als Chance versteht, ist da wirklich ganz vorn dabei. In der DNA oder in den Genen unserer Stadt ist die Logistik, denn wir sind ja als Handelsstadt gegründet worden, nicht als Kirchspiel, und das ist seit 1000 Jahren so. Ja, Hamburg ist eine Stadt, die im Wesentlichen von der Logistik lebt. Es gibt, glaube ich, keinen so gesammelten Schwerpunkt für logistische Aufgabenstellung wie hier in Hamburg. Die Zukunft Hamburgs liegt in entscheidendem Maße auch in dem Einsatz und der Nutzung digitaler Kommunikationswege. Mit Hamburg verbinde ich im Grunde, dass ich auf allen Häfen der Welt die Container aus Hamburg sehe. Freut sich, viele Menschen wieder zu sehen, die man kennt oder die man kennenlernen möchte. Das ist eine Netzwerkveranstaltung. Ich verstehe die Logistikinitiative als ein gutes Bindeglied zwischen den Verbänden und der Politik und ein Sprachrohr aller Verbände, ohne selber politisch zu sein. Und es ist nicht einfach, solche Brücken zu schlagen und solche Menschen gemeinsam dazu zu bringen, für ihre Region etwas zu tun. Das ist hier sehr, sehr gut gelungen. Und mittlerweile kommt die Logistik etwas aus dem Windschatten heraus und die Logistikinitiative in Hamburg hat da einen großen Anteil dran. Dieses Ambiente ist klasse, ist einzigartig. Ich freue mich, jedes Mal hier zu sein. Geschäfte werden ja immer von Menschen mit Menschen gemacht. Und da ist das Kennenlernen und der persönliche Kontakt schon sehr, sehr wichtig. Wir sind ja eine Kooperation von vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, die in diesem PPP-Modell hier mit dem Stand die Gelegenheit finden, eben sich auch darzustellen und aufzutreten. Die Platzierung ist wahnsinnig interessant, die ist wichtig. Wir bewerten das immer erst hinterher, wie die Messe gelaufen ist, weil für uns ist eine Messe so gut gelaufen, wie sie für unsere Aussteller gelaufen ist. Es ist für alle Unternehmen, die sich mit Logistik beschäftigen in der Metropolregion Hamburg, schon außerordentlich wichtig, in ein Netzwerk einzutreten, um hier den notwendigen Know-how-Austausch zu haben. Darüber hinaus liefern wir Leitfäden, gerade auch für die KMUs wichtig, zu Themen wie der Digitalisierung oder der Personalentwicklung. Super Erfahrungen, weil man immer Erlebnisse hat und aus den vielen Fragezeichen der jungen Leute ganz viele Ausrufezeichen machen kann. Und das macht Spaß.
fand ich total klasse, wie wir heute diskutiert haben miteinander. Solche Workshops selber geben mir dafür ganz einfach neue Impulse. Teil zu sein eines fantastischen Netzwerks kompetenter Menschen, von denen man lernen kann und mit denen man gemeinsam Projekte gestalten kann. Jeder konnte sich einbringen. Wir haben auch kontrovers diskutiert, aber ich glaube im Endeffekt auch zielführend. Wir maßen uns nicht an, dass wir alles wissen. Also wir wollen auch dazulernen und das findet hier wunderbar statt. Wir sind dabei, Menschen zusammenzubringen, Unternehmen zusammenzubringen, auch mit der Hamburger Behörde, mit dem Senat, um hinterher ein maximales Ergebnis zu erzielen.